Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Dave the Diver. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge und ein wenig weniger schwitzen, als ich es aktuell tue. Das heißt, wenn ich glänze, ist es, weil ich dezent ein wenig schwitze. Ladies and Gentlemen, es ist einiges passiert die letzten Male. Einiges. Und dazu gehe ich kurz einmal in Daves Handy, um einen Pausemodus einzuleiten. Denn der Dave ist in die tiefe, dunkle Tiefsee abgetaucht und hat dort dem Signal folgend einen Meermann gesehen. Er hat das Seevolk gesehen und die Meerfrau sah ein bisschen in Not aus. Wir wissen nicht ganz, was der Meermann gesagt hat, weil wir die Sprache nicht verstehen. Aber nichtsdestotrotz, Dr. Bacon war komplett aus dem Häuschen und hat es sich jetzt zum Ziel gemacht, eine Art Übersetzungsgerät zu bauen, für das wir, wie ihr bei der Hauptquest seht, einen Amethysten finden sollten, haben wir in der Tiefsee gefunden, eine Steintafel des Seevolkes finden sollten, haben wir auch in der letzten Folge gefunden, verrate ich euch jetzt aber an dieser Stelle nicht wo. Wer es wissen will, klickt sich sehr, sehr gerne die letzte Folge rein und jetzt müssen wir noch ein Mikrofon finden. Ob wir das auch aus dem Meer rausfischen oder ob es dann noch funktioniert, vermute ich, aber bezweifle ich, dass das wirklich funktionieren kann. Wir haben immer noch den lauten Gast bei uns im Restaurant und laut ist auch das Stichwort. Ich komme mir auch momentan ein wenig wie ein lauter und gebetener Gast vor. Ich hoffe, ihr mögt das trotzdem, Ladies and Gentlemen. Ich wünsche euch bei dem Ganzen viel, viel Spaß, denn lauter Gast, Gast ist das Stichwort. Wir müssen in die Sushi-Bar gehen. Denn es ist Abend und genau das werden wir jetzt tun. Wobei wir natürlich jetzt tatsächlich auch mal das Nachttauchen probieren können. Weil guck mal, du kannst nur einmal pro Nacht tauchen. Dadurch wird ein Drittel der abendlichen Arbeitszeit verbraucht. Heißt aber übersetzt, dass wir trotzdem noch Schicht machen können, aber nicht ganz so viele Gerichte, weil wir müssen auch mal gucken, weil das ist mir nämlich das letzte Mal schon aufgefallen, wir dürfen nicht zu viele Gerichte auf die Karte setzen, weil wir laufen dann Gefahr, dass wir gar nicht alles verkaufen. So, und dann haben wir nämlich Fisch gefangen, aber nicht verkauft. So, weißt du? Da müssen wir so ein bisschen mal drauf achten, dass wir das auch im Blick haben. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht jetzt nachts mal losgehen und die Moräne fangen. Dafür brauchen wir aber vielleicht etwas. Warte mal, was haben wir denn ausgewählt? Wir haben diese Schuss, diese Netzkanone, aber die Moräne ist ja nicht lebend zu fangen, oder? Eine Waffe, die ein kleines Netz abfeuert. Im Netz eingefangene Ziele sind von hochwertiger Klasse. Ich würde jetzt trotzdem, glaube ich, diese Waffe tauschen gegen den Dreifach-Axel vielleicht. Oder, also, komm, pass auf, wir probieren es einfach mal aus, weil wir nur nachts die Moränen fangen können, die wir brauchen für das Moränen-Curry, um diesen lauten Gast loszuwerden. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir das nicht schaffen, ihn loszuwerden. Deswegen bin ich jetzt hochgradig gespannt, werden wir zum allerersten Mal jetzt nachts tauchen gehen. Schauen wir mal, ob es, also es muss ja eigentlich dunkel sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dieser Stirnlampe, die wir haben, funktioniert. Wow, okay. Schon mal eine komplett andere Stimmung, auch eine andere Musik. Ja, ist eine komplett andere Musik. Alles ist anders irgendwie, ne? Ja. Okay, da bin ich ja sehr gespannt. Oh, die sind gut. Die brauchen wir. Kajima-Algen brauchen wir. Und zapp. Die Moränen sind ja hier tatsächlich auch relativ in der Nähe bislang gewesen. Wir gucken mal, was hier drin ist. Vielleicht ist ja irgendwas Gutes drin. ZZ war ja gut, die hätten wir jetzt auch gehabt. Aber vielleicht brauchen wir gerade die, um Moränen irgendwie zu fangen. Das weiß ich nicht. Aber ich will auch gar nicht jeden Schissel hier mitnehmen. Guck mal, die anderen Fische schlafen jetzt alle. Schlafenzeit der Fische.
Aber die Musik, oh, das nehme ich doch sofort gerne mit. Doch, ein paar sind hier auf jeden Fall am Stissel. Aber nur die aggressiv doofen. Toll. Die Musik, ist das cool. Es gab übrigens ein Update. Ich hoffe nicht, dass es zur Verschlimmbesserung der Performance geführt hat. Oder ist ein Hai, den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und Odin ist auch wieder am Start. Das Kaninchen im Background. Ah, Freunde. Naja, wenn der jetzt hier am Start ist, müssen wir natürlich erstmal gucken. Dass wir vielleicht den Hai jetzt erstmal angehen. Ich will jetzt nicht im Maul enden. Schwimmen wir ihm davon? Messern wir ihn? Wir können es natürlich probieren, aber ich habe gleich keinen Sauerstoff mehr. Ach, wie dumm. Okay, pass auf. Wir probieren mal weiter nach unten und gucken mal, ob wir an Sauerstoff kommen. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Das könnte auch eine komplett doofe Idee sein. Da ist Sauerstoff. Den brauche ich jetzt sofort. Fantastisch. So. Ich glaube, ich werde mal kurz warten, bis Bunny fertig mit seiner Aktion ist. Es ist einfach so unfassbar warm in meiner Wohnung, dass wir ein wenig heute am Kämpfen sind mit der Hitzeregulation. Und es betrifft auch den Kleinen. Er macht sich manchmal seine Decke sogar damit mit seinem Wasser ein wenig nass, um ein wenig abzukühlen. Und er liebt auch diese Fächerkälte, die ich mir natürlich jetzt auch gerne einmal gönnen will. So, das war's schon, Ladies and Gentlemen. Muss ich doch nicht schneiden. Habe ich überbrücken können. Pass auf, ich werde mal trinken. Boah, ich habe mir das Glas Wasser gerade eben eingegossen. Aber seht ihr das Kondenswasser? Wild. Aber boah, ist das gut. Einfach nur kaltes Mineralwasser. Das Beste, was es gibt. So, brauche ich die? Nö, brauche ich nicht, weil habe ich noch nicht eingesetzt. Da müsste doch hier, ist es doch so ein Ort für so eine Moräne, oder? Ist das eine Moräne? Nee. Was ist das? Aber da guckt doch auch irgendwas raus. Hey, dann weiß ich es nicht. In welcher Tiefe vermuten wir die denn? So tief ist es ja jetzt auch wieder nicht. Ich will mich jetzt auch nicht mit jedem Fisch anlegen. Was ist das? Gewöhnliches Katzenfutter. Dinge, die man immer gerne mehr finden will. Okay. Suche Moränen. Ich fürchte ja, dass wir es nicht gleich beim ersten Tauchgang finden werden. Oh, guck mal. Hier, das ist gut. Hier mit den Würmchen am Start. Also hier haben wir nochmal Sauerstoff. Ich bin am überlegen. Fußknochen. Bald können wir ein ganzes Skelett zusammenbasteln. Ob wir den Sauerstoff jetzt schon nehmen oder noch nicht. Hier ist auch ein Skelett. Noch ein Fußknochen. Tatsache. Also wir merken uns jetzt mal den Sauerstoffspot. Wobei... Da ist ein Hai. Oh nee, das ist der Tigerhai, ne? Ah, den Tigerhai muss ich jetzt in der Nacht nicht unbedingt verärgern. Weil ich den Eindruck habe, dass die Bösen, also die Raubfische, so nennen wir es doch mal so, nicht so cringe, mamihaft, dass die Raubfische nachts noch ein bisschen aggressiver sind. Das kann auch täuschen, weil die Nacht dunkel und böse ist. Aber wie tief will ich jetzt? Das ist die Frage. Wie tief will ich runter? Muss von mir aus gar nicht so tief sein. Der ist auch cool. Schockharpune. So, wir sind eigentlich jetzt sehr, sehr gut ausgerüstet, ne? Guck mal, hier ist nämlich auch noch mal Sauerstoff. Ach, sie reizt mich, aber ich... also der Hai. Aber... ich will die Schussanzahl eigentlich jetzt aufheben. Überlegung wäre, gucken wir jetzt gleich mal nochmal nach dem Sauerstoff zurück. Das ist gut, das kann ich gebrauchen. Der zweite Boost schon. Oh, guck mal, das ist eine Silberschale, die nehme ich auch sehr gerne mit. Aber Moränen, wo? Wo sind die Moränen? Hier ist auch nochmal Sauerstoff. Gut zu wissen, merken wir uns, merken wir uns.
Also, wir finden jetzt ein paar Fische, was ja cool ist, aber die suche ich gar nicht. Euch suche ich nicht. Aber hier irgendwo könnte doch eine Muräne lauern. Ist das vielleicht eine da oben? Nee, die schlängelt sich nicht so. Aber wir müssen eh nach oben, weil wir hier nicht drum herum kommen. Kommen wir hier vorbei? Yes. Nee, das ist dieses andere Teil. Das ist dieser Säge. Ah, mit dem will ich mich ja auch nicht anlegen, ne? Geh doch weg, lass mich in Ruhe. Der ist auch schnell. Ich glaube, der ist auch extrem schnell. Ich weiß gar nicht, ob wir den jemals schon mal gefangen haben. Oh, der ist echt schnell. Nicht ins Maul rein. Generell. Vermeide es, Tieren ins Maul rein zu fliegen. Das muss ich mir auch echt abgewöhnen. Er schwimmt ja jetzt schon weg, ne? Er riecht die Gefahr. Wait. Ich kann nicht beschleunigen. Komm. Nein! Genau aus dem Grund. Ach, Mist. Gut, also wir sind gestorben. Ist der giftig? Oder haben wir ihn vergiftet? Die haben alle so eine giftige... Ich nehme das Katzenfutter mit. Ich wähle das Katzenfutter. Ist halt was Besonderes. Die Fische sahen alle so ein bisschen vergiftet aus. Ich glaube, das mit dem Gift-Gift-Dings ist echt nicht gut. So fantastisch. Das hat sich ja gelohnt. Nicht. So gar nicht. Überhaupt nicht. Mist. Dafür, dass wir jetzt ein Drittel weniger Schicht zur Verfügung haben. Ach, Mist. Das heißt nämlich auch übersetzt weniger Umsatz. Aber wir haben halt trotzdem gleichbleibende Kosten. Ja, Bancho ist verwirrt, was wir aus dem Meer in der Nacht rausgefischt haben. Mist, weil wir haben Angestellte, Freunde. Wir haben Angestellte. Also, können wir die Forschung investieren? Wir haben 5 Flammen auf jeden Fall. Was sind das? Röllchen mit gestreifter Rotbarbe. Da können wir doch schnell nochmal forschen. Hätte er ja auch machen können, als wir unten waren, ne? Muss ja nicht extra auf mich warten. So, mal noch ein neues Gericht gemacht. Finden wir gut. Jetzt, Ladies und Gentlemen, werden wir ein Menü zusammenstellen. Und ich habe euch ja schon gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen, sagte sie und klickte sich falsch. Ich war gerade auf der Switch am Spielen, deswegen ist es immer noch A und B so ein bisschen vertauscht, ne? Ihr wisst. Also, wir brauchen jetzt ein bisschen was, was Cash in die Tasche bringt. Das hier zum Beispiel, 135. Dotoro des Blauflossen-Thunfisches könnten wir veredeln, könnten wir aber auch 5-mal auf die Karte setzen, bin ich dafür. So, dann haben wir die Geschichte, werden wir auch 5-mal auf die Karte setzen. Haben wir irgendwas Besonderes gerade am Start? Ach nee, warte mal. Das brauchen wir doch für das Thunfischfest in 3 Tagen. Wait, pass auf. Ja, das brauchen wir in 3 Tagen, Freunde. Das heißt, das können wir gerade nicht nehmen. Da muss ich wirklich zurückrudern. Okay, pass auf, dann nehmen wir 5 von dem. Ja, und auch das, weil die Schleife heißt, dass es Event-Essen ist, also für die Events. Und wir haben ja hier oben etwas, wofür wir den Thunfisch fangen sollen, was wir auch unbedingt machen müssen. Aber da haben wir halt noch nicht so viel. Insofern müssen wir das jetzt einmal tauschen. Da habe ich nicht dran gedacht. Okay, aber was bieten wir den Leuten jetzt an? Wir brauchen irgendwas, was richtig Geld bringt. So, erstmal tauschen wir die Sachen. Gibt schon deutlich weniger. So, dann haben wir das 3-mal. Das machen wir. Agger. Dann den hier. Den will ich jetzt schnell nochmal eben veredeln. So, gibt 54 Öcken, aber schmeckt 207 fabulös. Packen wir 5-mal auf die Karte. Wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir nicht zu viel auf die Karte packen. Ich glaube, ich würde auch gar nicht alle Kartenplätze 2-mal. Oder halt nicht so viel. Und machen wir noch was Günstiges? 5-mal. So, das ist halt schon ganz schön viel.
Aber so würde ich die Karte jetzt erstmal stehen lassen und dann gucken wir und beten, dass wir das jetzt alles wegkriegen, Ladies and Gentlemen. Es geht los. Jetzt beginnt der Stress des Abends. Das Personal ist am Start. So. Ich werde mal schon mal hier zu Bancho gehen. Du machst die Getränke. So, wetz die Messer schneller. Koch schneller. Probiert einfach alles. Okay, wer will, wer hat noch nicht? Du. Zack. Schneller. Ganz nach hinten. Ich weiß nicht, wer jetzt zuerst war. Wer war jetzt zuerst? Aber die hatte Tee, ne? Das heißt, da gibt's mehr Geld. So, ich laufe. Du wartest auch schon relativ lange. Oh Gott. Bitte bring ihr jetzt. Perfekt. Ich werde mal schnell den Wasabi reiben. Ich weiß schon gar nicht, wie es geht. So, perfekt. Gut, haben wir irgendwo altes Geschirr? Nein. Das sieht ja so jetzt ganz gut aus. Der Abend ist aber gleich vorbei und wir haben kaum noch Gerichte auf der Karte. Ich glaube, wir haben es ziemlich gut getimt, oder? Haben wir noch Gerichte auf der Karte? Doch, guck mal. Doch. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch viel übrig geblieben ist. Das konnte ich so jetzt nicht sehen. Ja, weil guck mal, ne? Wir konnten ja gar nicht so viel Umsatz machen und wir müssen einfach bedenken, dass wir konstant Fixkosten haben. Das heißt, wir haben heute sehr, sehr wenig Umsatz gemacht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Fokus legen, dass wir Gerichte weiter erforschen und veredeln, weil wir sonst die Fixkosten nicht decken können, ne? Weil guck mal, Betrieb 166, also Betriebskosten, Bezahlung 235 Öcken. So. Wartung haben wir wahrscheinlich später dann auch noch. Vielleicht geht mal irgendwas kaputt. Das kann auch sein, ne? Das ist gar nicht so ohne. Das heißt, der Nettogewinn gerade mal 253 Öcken. Das ist nicht so viel. Aber wir haben 5 Flammen des Handwerkers bekommen. Das finde ich gut. Wir haben 12 neue Likes. Auch sehr gut. Ich würde sagen, nächster Tag. Aber überleg mal, er war jetzt 3-mal tauchen und hat dann abends bis tief in die Nacht noch eine Schicht geschoben. Das ist Wahnsinn. Das ist crazy, was der arbeitet. Ohne Witz. So, jetzt interessiert mich natürlich, was haben wir für neue Posts? Noch gar keine. Pass auf, dann gucken wir erstmal, was er in seinem Shop heute anzubieten hat. Also das Notfallpieper ruft ein ferngesteuertes oder Wasserfahrzeug zum aktuellen Standort. Mit ihm kehrst du zum Boot zurück. In einigen Regionen kann das Fahrzeug nicht gerufen werden. Bring dich sofort zum Boot. Oh, das würde ich, glaube ich, vielleicht mal ausprobieren. Bombenfalle? Naja, fängt 2 Fische auf einmal. Brauche ich auch nicht unbedingt. Ihr seht, in 2 Tagen beginnt das Event nämlich. Lasse ich die Ausrüstung so? Ja, können wir so machen. Aber warum ist denn kein neuer Post hier? Was ist denn hier los? Oder bin ich einfach nicht aktuell? Bin ich nicht oben gewesen? Ich scroll mal nach oben. Ich hätte schwören können, dass ich ganz oben war. Weißt du, was mir hier fehlt bei dem Post? Irgendwie eine Datumsangabe. Ah ja, guck mal doch, das ist der aktuellste Post. Habe ich da jetzt echt einen Post, wie ich Wasabi rubbel? Ist das unser aktueller Post? Echt? Ja gut, ich glaube, da kommt nichts. Die Nacht war einfach zu hart und zu anstrengend für alle. Dann gehen wir runter. Wir müssen Thunfische fangen. Für das Fest. Moräne können wir jetzt nicht, weil können wir nur in der Nacht. Und vielleicht dann irgendwie ein Mikrofon. Also Thunfisch und diesen Papageienkopf. Irgendwas. Wenn jetzt nicht irgendwas passiert, was uns den ganzen Plan wieder durcheinander bringt. Ist es ein Blau- oder ein Buckelwal? Es ist einfach mal ein fucking Wal. Im Buckelwal. Wow, das ist ein Buckelwal. Er ist so groß, dass das blaue Loch gegen ihn klein wirkt. Ist der schön. Kann ich nicht ein Foto machen? Wie ist das mit der Fotofunktion? Will er, dass ich ihm hinterher... Also ich würde ihm jetzt erstmal folgen vielleicht. Oder war es einfach nur... Wollte der mir jetzt was zeigen? Ist er jetzt weg? Ach, der ist so schnell. Ich glaube nicht, dass wir ihm folgen sollten. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er mir was zeigen wollte. Ein
einfach ein Buckelwal. Das Meer ist einfach so schön. Baseballschläger. Ja, komm, pass auf, ich nehme ihn mit. Also, ich suche jetzt erstmal den. Ich glaube, irgendwas mit Papageien, Kopffisch. Ich kann es mir einfach immer noch nicht merken. Ich habe mir übrigens jetzt, weil ich so Bock habe auf Angelei und Fischerei, einen Angelsimulator runtergeladen, Ladies and Gentlemen. Vielleicht habt ihr da ja auch Bock drauf. Ich weiß noch nicht, wann ich den mal zocken werde. Weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Hier, guck mal. Mit Baseballschläger. Verklöppeln und selber einstecken. Aber da war ja Sauerstoff relativ nah. Ich suche jetzt eigentlich einen Papageienkopffisch. Boah, guck mal, das blaue Loch sieht heute voll anders aus. Oh nee, will ich wissen, was das für einer ist? Der sieht jetzt auch nicht gut aus. Aber der rennt weg. Du bist aber nicht der Fisch, den ich suche. Ist okay, ich probiere es trotzdem mit dir. Boah, der greift mich auch null an, ne? Der arme Fisch, ey. Das finde ich immer ein bisschen feige, weißt du, sich an die Tiere oder an die Lebewesen ranzutrauen, die sich nicht wehren oder wehren können. Also, sollte man ja generell eigentlich nicht tun. Aber unser Business besteht nun mal genau aus dem da, was wir da tun. Weil diese Kapsel da unten, habt ihr gesehen, die brauchen wir für... sag schon, die Thunfische. War das jetzt besser? Was habe ich getan? Ich glaube, das war dumm. Ich glaube, den Golfschläger... Warte mal, können wir das tauschen? Liegt da meine Dings noch? Ja. So. Ich glaube, den Golfschläger... Also, bitte, Entschuldigung. Was war denn das jetzt für die Idee von mir? Schieben wir es auf die Hitze. Einfach auf die Hitze schieben. Warum haben wir denn der Papageienkopffisch? Er kann sich nicht mehr vermehren, weil wir ihn ausgerottet haben. Ja, 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 die Befürchtung habe ich was, ne? Können wir da mal bitte drüber reden, dass wir den nicht mehr finden? Nein! Ah, falsch! Oh Gott, ich habe fast nach Notsignal gefunkt. So einfach kann es gehen. Schwupps, versehentlich Hilfe gerufen. Nee, ich will nicht blaues Loch in die Tiefen. Ich will... Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Da will ich gar nicht hin gerade. Hm. Gibt's nicht mehr. Das ist ja ein bisschen doof jetzt, ne? Wir hätten gleich einfach links mal runtergehen sollen. Ah, das ist jetzt auch nicht in meinem Begehr. Irgendwann werden wir den sicherlich nochmal angreifen, aber nicht jetzt. Gehe ich jetzt links runter? Ich brauche auf jeden Fall Fische noch für den tagesaktuellen Fang. Das muss uns allen klar sein, dass wir... noch keinen tagesaktuellen Fang am Start haben. Was willst du denn jetzt? Mann, dass sich die Natur immer wehren muss hier. Kommt da jetzt in meine Tasche, aber Arsch, Mensch. Mist. Ich war mir nicht sicher, ob es gerade ein bisschen kokelig riecht. Ich habe nämlich... Pass auf, warte mal. Ich mache mal kurz Pause. Ich habe nämlich eine neue... einen neuen... das ist schon... nennen sich die Teile. Ventilator. So. Und der läuft jetzt halt schon den ganzen Tag durch. Vielleicht sollte ich die mal ausmachen. Ist vielleicht nicht gut. Ich mach mal. Sekunde. Ist eh schon gut. Luftfeuchtigkeit gesättigt. Der hat so einen Sprühvernebler. Und ja, das hilft mir hier in der Position, wo ich jetzt gerade mich befinde, eh nix. Weil jetzt bin ich nicht erreicht. Weil dazu sitze ich zu weit weg. Das funktioniert mit der Technik nicht. Also wir könnten hier jetzt nochmal rein. Pass auf, wir gehen jetzt da nochmal rein. Wir können da ja hin und her switchen. Nein, was passiert denn jetzt? Oh, fängt jetzt schon wieder an, mein Stream Deck. Oh, Leute, Alter, ich hasse dieses Elgato Stream Deck. Wir müssen mal in die Pause gehen, es tut mir leid. Ich hasse das, weil das neuerdings einfach immer am Rumdümpeln ist. Ein Fehler ist aufgetreten. Ja, ach, hör auf. Dann fang dich an, mitten in meiner Aufnahme rum... Was ist denn jetzt dein fucking Problem? Mein Gott.
Neuerdings, immer wieder will es, dass ich es verbinde. Und das ist halt tatsächlich momentan mein Problem, dass ich jetzt nicht im Ansatz streamen könnte, weil es dann natürlich Daten anzeigt, die soll es nicht anzeigen. So, Ladies and Gentlemen, ich lieb's fantastisch. Also, phänomenal, weil wenn wir jetzt über PC zocken würden, würdet ihr alles sehen. An empfindliche Daten, das geht halt nicht so. Regt mich ein bisschen auf, ne? Weil vorgesehen ist es ja eigentlich mal, Streams zu starten. Technik-Struggle. Ich lieb's. Und wo ist jetzt das, was wir... Ach, guck mal, da schau. Dafür haben wir was anderes gefunden. Gut, ich habe alle Materialien. Es sollte jetzt in der Lage sein, den Seevolk-Übersetzer anzufertigen. Denke ich. Warum du? Als hätte Dave eine Ahnung, wie man das macht. Ich sollte es Dr. Bacon bringen. Genau, der hat nämlich die eigentliche Ahnung. Ja, es ist heute ein bisschen wieder Folge der Cuts. Und Folge der Sucherei. Ja, Freunde, irgendwie finde ich nicht so ganz, was ich suche. Das ist ein wenig ärgerlich. Schneller, schneller, los. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Was ist jetzt dein Problem? Das Innere des Schiffswracks verlassen. Ja, unbedingt, weil wir suchen ja immer noch mehr Fische. Tagesaktuelle Fische. Uah, gleich neben dem Hai rausgekommen. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Fantastisch. Ich sehe nichts. Aber das sehe ich sehr wohl und das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und hier haben wir jetzt auch nochmal Sauerstoff. Okay, pass auf. Wenn das jetzt alles links war, werden wir jetzt gleich mal nach rechts gehen. Wir haben auch nur noch knapp 10 Kilogramm zur Verfügung. Stelle ich gerade mal so fest. Vielleicht fangen wir ja jetzt noch einen Thunfisch oder sowas. Die schwimmen relativ weit oben. Oh, was ist denn das für eine dumme Ecke hier? Da denkst du, du kommst da raus? Nix. Da auf der Höhe war der Hai. Müssen wir ein bisschen gucken, dass wir ihm da jetzt nicht ins Maul reinschwimmen gleich. Den Hai würde es ja freuen. Nicht eher weniger. Ja gut. Haben wir jetzt halt neue Lieblingsfische. Aber vielleicht gibt es Deepsea-Papageienfisch auch nicht mehr. Den haben wir weggefischt. Da haben wir sehr aktiv ins Ökosystem eingegriffen, ne? Das möchte ich ja nur noch mal erwähnen. Hier, nimm den Baseballschläger. Das ist ärgerlich, weil den haben wir gerade so schön aufgelevelt, ne? So, jetzt haben wir Übergepäck. Das ist ja doppelt ärgerlich. Da müssen wir erst recht aufpassen. War hier nicht auch noch irgendwo ein Hai? Ihr braucht mich gar nicht so angucken. Mist. Einfach Mist. Und die tinten mich jetzt auch eine Runde voll. Aber warte mal, ich hatte doch. Hier. Haha. Können das ja jetzt nochmal ein bisschen nutzen. Genau, um an solchen kleinen Teilen hier vorbei zu dödeln. Weil da der nächste komische Fisch wartet. Ach, ich hab's geahnt. Der gibt jetzt auch keine Ruhe, richtig? Er gibt... Ach, der ist der Nächste. Ich wollte die Kiste öffnen. Mann. Ach, fuck. Was ist denn bei euch falsch? Lasst mich in Ruhe. Alle. Da ist eine Muräne. Die hätten wir vorhin gesucht. Mann, lass mich alle in Ruhe. Himmeldonner. Da ist er. Hi. Freunde, hier ist aber gefährlich. Hier ist aber richtig gefährlich. Und ich habe keinen Sauerstoff. Ah! Weg, 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 weg. Höher, höher, höher. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. Sauerstoff. Sauerstoff ganz wichtig. Jetzt sofort. Okay. Da ist der Fisch, den ich suche. Himmeldonner, wo warst du denn? Naja, hat sich versteckt. Bleib hier. Nee, da unten ist ein Hai. Mann, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Schwimm da nicht zum Hai. Aber dann schwimm jetzt in irgendwelche sicheren Ecken. Du stehst doch immer noch bei der Karte. Oh. So, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich sammle den jetzt trotzdem noch ein. Auch wenn wir hier gleich richtig, richtig Übergepäck haben. So. Ah, oh, Kajime. Nehme ich die jetzt noch mit? Naja.
ich weiß nicht. Aber hier ist auch so ein Silberteller. Ich glaube, Thunfische hätte ich jetzt hier eh nicht gesehen. Waren keine, ne? Nehme ich die jetzt noch mit? Wir sind ja quasi schon fast oben. Ja, okay. Gut. War es erfolgreich? Geht so. Viel Fisch, den ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Wow, du musstest einen Haufen Orte abklappern, aber du hast alles gefunden. Das nenne ich Glück. Damit werde ich versuchen, in meinem Labor einen Übersetzer zu bauen. Ich werde etwas Zeit dafür benötigen. In der Zwischenzeit kannst du deinen Geschäften nachgehen. Ich melde mich bald wieder. Mein Geschäft ist jetzt erstmal, mir ist dezent warm, Freunde. Mir ist einfach so dezent warm. Oh, wie mir einfach nur warm ist. Also, siehst du, so viel war es nämlich halt wirklich nicht, wenn du mal so auf die Liste guckst. Es war ein großer Barracuda dabei. Vielleicht einer die Kopfmakrele. Der war jetzt gut, weil den haben wir 10-mal bekommen. Weiße Pferdemakrele. Also wir können auf jeden Fall was auf die Tageskarte setzen. Roter Feuerfisch, grüner Beulenkopf, Papageifisch. Aber seht ihr, wir müssen halt wirklich gucken, dass wir den Haken nicht so einsetzen, dass wir vergiftete Fische haben. Weil guck mal, die haben halt wirklich, wenn ihr an die letzte Tour denkt, da hatten die einen Totenkopf daneben. Ich weiß nicht, ob die dann nicht ungenießbar sind. Das weiß ich nicht. Tja, keine Ahnung. Wir haben es jetzt Nachmittag, Ladies and Gentlemen. Wir haben es Nachmittag und auf Kuxa wurde nichts gepostet. Das ist ja skurril. Ein Tag, wo nichts gepostet wird. Das halte ich ja gar nicht aus. Also, es geht am Nachmittag jetzt nach unten. Jetzt sollte Fokus auf den Thunfischen liegen. Und ich hoffe, dass dieses Fest einfach mehr Umsatz bringt. Gott, Leute, ich sehe so schlimm aus. Es ist einfach so warm. Also guckt nicht zu viel auf die Optik. Guckt am besten gar nicht auf die Optik. Was war denn das jetzt? Das wollte ich ja gar nicht haben. Euch nehme ich mit. Ah, Thunfische! Aber wie fange ich die nochmal? Wie war denn das? Warte, ich glaube so, oder? Wie war denn da jetzt der Plan? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man die fängt. Damit? Ich glaube. Oder war es mit diesem Fangdings? Ich weiß echt nicht mehr, wie man die fängt. Boah, Leute, ich habe vergessen, wie man den Thunfisch fängt. Ja, ich glaube, da müssen wir dann später mal ins normale Menü gucken, wenn wir wieder draußen sind. Ich habe es vergessen. Ich habe es zur letzten Folge einfach vergessen. Aber mit denen hier war es ja nicht. Oder musste man die lebend betäuben? Ach, ich glaube, man musste die lebendig betäuben. Ach, Mist. Ja, das habe ich jetzt vergeigt. Ich habe das falsche Werkzeug mit. Wenn wir es jetzt nicht durch Zufall irgendwo noch finden in der Waffenkiste. Ach, Mist. Und dann haben wir nur noch einen Tag, wo wir was reißen können. Aber Sauerstoff, das ist schon mal gut. Und da wäre jetzt auch nochmal Sauerstoff. Ich glaube, den ziehe ich mir gleich einmal rein. Das ärgert mich jetzt richtig, ne? Das ist jetzt so richtig Dummheit. Weil ich dachte, ach ja, das passt schon. Ich weiß, wie man ihn fängt. Nix weiß ich. Gar nichts. Vergesslich ist sie. Hier ist so Kleinscheiß mit. Können wir nur hoffen, dass so eine Netzkanone hier irgendwo drin ist. Aber war das damit? Es muss ja irgendwas in die Richtung gewesen sein. Nee, das lasse ich liegen. Ab und zu ein paar Muscheln. Mit den Muscheln können wir uns auch langsam totschmeißen, oder? Nochmal Sauerstoff. Geil. Pass auf, die nehme ich jetzt auch mit. Die sind durchaus sinnvoll. Ist auch, glaube ich, ein Gericht, was mittlerweile ziemlich viel Geld abwirft. Oder eigentlich. Oh nö, den kleinsten Fisch hier raus. Mann. Wie dumm kann es laufen? Ich muss einmal ein bisschen tiefer, glaube ich. Das mache ich jetzt aus Frust, um überhaupt ein bisschen Fisch mit an Land zu ziehen. Ärgerlich, ärgerlich.
Ja, die Gift-Harpunenspitze nehme ich natürlich überhaupt nicht mit, weil das ist ja noch schlimmer, als wenn wir die elektrifizieren. Ich weiß gar nicht, ob man es elektrifiziert. Ah, ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn wir die unter Elektroschocks versetzen. Ah, warte mal. Ich bin am Überlegen. Sauerstoff ist mir eigentlich fast ein bisschen wichtiger. Weil mit dem Sauerstoff kannst du ja letztendlich auch beschleunigen. Beziehungsweise, den verbrauchst du dann. Ah, warte mal. Das war doch auch so einer. Aber da ist der. Aber er kommt hoch. Ich messe ihn einfach. Schnell. Hoffentlich. Ich treibe ihn in die Enge. Komm, pass auf. Bleib stehen. Los doch. Ich mit meinem kleinen Messer. Ich müsste dauerhaft irgendwie so ein Samurai-Messer bei mir haben. So ein Katana. Mit Katana auf Fisch fangen. Los doch jetzt. Mano. Weil dieses Teil, was es mir da unten drunter anzeigt, ist nämlich etwas, womit so große Fische wie die Thunfische müssen halt... Müssen die lebend gefangen werden? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man die im Ansatz irgendwie fängt. Die müssen halt hochtransportiert werden. Das heißt, pro Tauchgang kannst du, glaube ich, nur einen Thunfisch irgendwie kriegen. Da sind aber auch spannende Fische jetzt am Start. So... Na gut, dann ist es halt die Makrele, die jetzt ein bisschen öfter auftaucht. Sind es diese Seetrauben? Guck mal, das sind diese Trauben. Ach, hier ist die Kalksteinhöhle. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Hier gäbe es Quallen, die wir aber auch nicht bekommen können, weil wir kein Netz am Start haben. Aber wir haben mal wieder diese Trauben eingefangen. Das ist auch okay. Bleibt's doch mal hier! Haben's keine Angst. Na, Satz mit X, nix, den verfolge ich jetzt aber nicht noch weiter. Boxhandschuhe, die sind angeblich deutlich besser. Dann nehmen wir sie mit. Und boxen uns der Alge. Nee. Da. Tja. Also wir könnten den jetzt hier hinterher schwimmen. Und die Fische verprügeln. Aber 10 ist natürlich echt gut. Guck doch mal. Aber wie kriegst du denn das dann rausgeschnitten? Wir haben das Messer dafür abgelegt, was eigentlich richtig bescheuert ist. Bleib doch stehen jetzt hier. Das darfst du keinem erzählen, womit ich hier Fische malträtiere. Und jetzt hat er doch ein Messer am Start. Ja, keine Ahnung. Das Filetiermesser scheint ein anderes Messer zu sein. Da gibt's halt Dickkopfmakrelen. Schade. Den Papageienfisch, den mochte ich ja. Unsere Kunden mochten ihn auch. Aber wir müssen natürlich immer neue Dinge auf die Karte setzen. Weißt du? So, und da geht's dann schon wieder in die Tiefsee. Da will ich gar nicht hin. Ich habe schon wieder Übergepäck. Suche ich jetzt normal Sauerstoff oder verbrauche ich den, den ich in der Tasche habe? Und ich sammle auch noch Zeugs ein, obwohl ich schon voll bin. Das ist sie doch. Das ist sie doch. Oh, dann können wir doch nochmal Richtung Thunfische gucken. Yes. We will do it. Wir schwimmen erstmal noch ein bisschen nach oben. Es kann sein, dass ich vielleicht jetzt gleich... Da ist Sauerstoff. Nee, es kann nicht sein. Wir nehmen den, der hier ist. Weil ein Thunfisch wäre natürlich geil, wenn es jetzt noch klappen würde. Seit ich gucken, weil wir jetzt sehr, sehr langsam sind durch das Übergepäck. Einmal durchatmen, bitte. Oh, das ist ein Hai. Oh, das ist ein Hai. Ach, schlecht. Und ich komme hier nirgendwo vorbei und ich komme auch nirgendwo weg. Ah, ist auch noch ein Tigerhai. Der ist natürlich auch extrem schnell. Und er sieht mich. Fuck. Mist. Ich habe übrigens mein Notrufdings nicht mehr, ne? Habe ich es in dem vorherigen Tauchgang versemmelt. Kann das sein? Hier ist auch nirgendwo... Ist da noch ein Durchgang? Das wäre jetzt in die Kalksteinhöhle. Pass auf, warte mal. Er schwimmt nach unten. Pass auf, ich nutze das. Ich nutze das. Ich schwimme nach oben. Ich beschleunige vielleicht mal ein bisschen. Um da wegzukommen. Hier, warte mal. Ich gebe mal noch ein bisschen mehr Stoff. Wir haben ja 2 Sauerstoffflaschen. So. Da wäre jetzt auch nochmal Sauerstoff. Pass auf, wir kommen hier an der Stelle eh nicht nochmal vorbei.
können wir ja jetzt beschleunigen. Das ist ja gut. Perfekt. So. Dann würde ich jetzt Richtung Oberfläche mal ein bisschen Thunfisch gucken. Der Wal war einfach geil. Siehst du, hier wäre auch noch Sauerstoff. Jetzt können wir ein bisschen mit dem Sauerstoff rumasen quasi. Ist ja eh gleich wieder weg sonst, wenn wir auftauchen. Können wir es auch benutzen. Au, da ist er! Oh, pass auf. Den würde ich jetzt voll gerne noch mitnehmen. Da habe ich auch noch mit Boxhandschuhen. Siehste, geht auch viel schneller. So. Ich meine, vorhin waren wir, glaube ich, auch bis 51 Kilogramm. Können wir jetzt also auch riskieren. Der Thunfisch, der fällt uns ja nicht zu Lasten. Den würden wir ja, wenn wir ihn bekämen, das ist ja die Grundvoraussetzung, die erstmal gegeben sein muss, den würden wir ja selbst abschleppen lassen quasi. Hier ist auch nochmal Sauerstoff. Ich nehme natürlich, was ich umsonst kriegen kann. Ich höre den Thunfisch schon. Ach, nehme ich die Silberschale noch mit? Die ist nicht schwer, oder? Nö. Nö. So ein kleines Silberschälchen passt noch immer mit ins Gebäck. Also, Ladies and Gentlemen. Das war jetzt mit der Netzkanone. Soweit ich das noch... Geh weg. Gehen Sie bitte weg. Hinfort. Ah, genau. Der muss ins Netz. Der muss ins Netz. Alter. Geh weg. Oder? Musste der ins Netz? Wie mach ich den denn? Mir war so. Oder war es einfach den Verdreschen? Nee, mir war so wie Netzkanone. Oder war es eine andere Kanone? Mist. Naja, offensichtlich nicht. Aber wie denn dann? Ich weiß gerade nicht. Wie hatten wir den Thunfisch gefangen? Boah, da müsste ich fast ins alte Video gucken. Weil so hatten wir ihn ja definitiv nicht gefangen. Wie fängt man Thunfisch? Das war, glaube ich, mit einer komplett anderen Waffe, mit irgendeiner Schusswaffe. Nur welche? Also so war es nicht, weil jetzt rammelt ihr uns ja die ganze Zeit hier ab. Ah, das war... Haben wir dazu die Kanonen gebraucht? Ich weiß das nicht mehr. Guck mal, der ist doch schon lädiert. Die sind alle jetzt lädiert. Auch wenn ich jetzt hart einstecke. Ich krieg die. Alle. Die Boxhandschuhe regeln. Ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich keinen Sauerstoff mehr habe. Also, bis ich fast keinen mehr habe. Das ist, war jetzt eine richtig dumme Art und Weise. Mann, treffen wäre halt auch echt geil. Das kann doch nicht sein. Mann, und dann schwimmen sie halt die ganze Zeit auch gegen mich, ne? Wir müssen gleich mal tauschen. Mist! Einfach Mist! Ja, ich glaube, das bringt nichts. Ich muss rausfinden, wie wir die fangen. Ich glaube, ich werde dazu ein altes Video reingucken. Das ist am einfachsten. Mist, das lief ja echt richtig kacke. Darf ich das so sagen? Ja, darf ich. Aber wir haben zumindest ganz gut jetzt Tagesfang gemacht, aber... Deswegen hat er hier auch in seinem Angebot wahrscheinlich die ganzen Bomben mit drin, ne? Okay, Ladies and Gentlemen, wie das Ganze weitergeht, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Klickt euch sehr, sehr gerne rein, wenn ihr mögt. Und bis dahin, genießt den Tag, kühlt euch hoffentlich ein bisschen ab und seid ein wenig dirty dabei.